Der Silberpreis erfreut uns auf den kurzfristigen Zeitebenen mit einem klaren Ausbruch. Es ist aber wichtig zu wissen, wie es damit umzugehen ist und den Ausbruch im Gesamtkontext einzuordnen. Genau das zeige ich euch in diesem Video. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Ein kurzer Rückblick auf das letzte Video bzw. die letzten Wochen. Ihr erinnert euch sicherlich, wir hatten ja diese Talfahrt hier, diesen bärischen Aufbau verfolgt. Wir hatten über dieses Kursziel 2284 besprochen, alles schon abgearbeitet. Und bevor wir wieder hochgelaufen sind in die Bereiche 2460, hatte ich gesagt, das wäre nochmal ein guter Moment, um sich dann noch einmal in Richtung Süden zu positionieren und das Ganze dann hier mit einem Durchbruch durch die 2220 zu feiern. Wahrscheinlich so in dem Bereich dieser 22-Dollar-Marke, vielleicht auch noch ein Stück weit tiefer. Zumindest hätte man hier oben eine super Ausgangsbasis gehabt. Und das letzte Mal hatten wir diese neue bärische Aufbauphase vor Augen. Und da hatten wir zwar einen frischen Ausbruch erlebt, und da hatte ich aber schon gemeint, aufpassen, diese Korrektur, diese Erholung, die wir hier gesehen haben, ja, die ist zu klein und der Kurs wird wahrscheinlich mindestens nochmal in diesem Bereich 233er EMA bzw. hier über die 2320 raufklettern. Und genau das hat er jetzt auch getan. Also da hat er sich sehr schön ans Regelwerk gehalten. Und da hatte ich schon gemeint, hier wäre dann so in meinen Augen der erste Moment, wo man überhaupt mal wieder darüber nachdenken könnte, das Ganze weiter in Richtung Süden zu traden. Wie gesagt, mit Ausblick auf 22 Dollar und darunter. Das Problem an der Stelle war bloß, dass das Chance-Risiko-Verhältnis extrem schlecht war. Denn wenn wir uns jetzt mal diesen Zyklus hier anschauen, wir sind quasi schon, selbst wenn wir jetzt nochmal wie gewohnt durch die 2220 durchmarschieren in Richtung Süden, müsste dann irgendwie alsbald mal wieder eine größere Erholung kommen, damit sich dann herausstellt, ob das Ganze wirklich bloß ein bärischer Aufbau mit einem erreichten Kursziel war oder ob sich hier wirklich ein Abwärtstrend entwickelt, der uns den Silberpreis noch weiter runterführt. Ja, und das Problem ist, klar, man kann sich jetzt positionieren und darauf spekulieren, aber ob das dann aufgeht, ist eben eine andere Sache. Und wenn das Chance-Risiko-Verhältnis von Anfang an schon so mies ist, dann ja, ist das nicht die attraktivste Option. Ja, deshalb ist hier auf der mittel- bis langfristigen Ebene, auf dem Stundenchart, war für mich viel interessanter, wenn der Kurs dann nochmal ja, in Richtung 23, 80, 90 irgend sowas hochgeht, 24 Dollar. Ja, da können wir auch dann nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Dann passt das auch wieder ein Stück weit besser vom Chance-Risiko-Verhältnis. Das mal von der bearischen Seite aus betrachtet. Wir schauen uns dann auf jeden Fall auch nochmal die kurz- bis mittelfristigen Geschichten an auf dem 15-Minuten-Chart. Also kein Daytrading, kein Scalping, ist wirklich noch recht moderat vom Zeithorizont her. Das wird dann richtig spannend. Gucken wir uns jetzt aber diese Long-Thematik mal auf dem Stundenchart an. Da fällt eines auf. Das letzte Mal hat uns dieser bullische Aufbau noch gefehlt, plus Korrektur, plus Ausbruch. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt aktuell einen abgeschlossenen bullischen Aufbau. Wir haben auch schon eine abgeschlossene Korrektur. Das Einzige, was uns hier fehlt, wäre aktuell Folgendes. Ich kann hier aufgrund unseres Regelwerks hier keine Trendlinie ziehen. Deshalb ist der Ausbruch für mich noch nicht geschehen. Der wäre erst passiert, wenn wir hier über dieses letzte Hoch vom 19.09., also über die Marke von ungefähr 23,40 drüber klettern, also drüber schließen hier über diesen Hochs. Und dann könnte man sich ja, zu den ersten Kurszielen aufmachen, die da irgendwo in Richtung der 24,86 Dollar liegen auf Bullenseite. Jetzt fällt aber eines auf, wenn wir quasi jetzt erst noch auf diesen Ausbruch warten, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wo stoppt man das Ganze? Wenn wir uns, da kann ich jetzt nicht zu tief in die Strategien reingehen, aber wenn wir uns diesen Aufbau mal ansehen, der sehr impulsiv war, wo es keine größeren Korrekturen gab, dann besteht natürlich die Gefahr von der Wahrscheinlichkeit her, dass wir nochmal in diesen Bereich reinkommen, irgendwas testen, dort herumspielen, ja. Also zumindest mal in diese Zone, da zoome ich nochmal ein bisschen näher ran, in diese Zone, wo wir hier glatt durchmarschiert sind, also irgendwas 22,50 bis 22,70, ja, und dort den Stop reinzulegen, wäre oder in diesem Bereich zwischen aktuellem zwischen dem Einstieg dann und in diesem Bereich ist natürlich so ein bisschen ein heißes Eisen, weil wenn wir schon vorher wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Bereich nochmal austestet, die ist relativ hoch, ja, weil diese Zone bislang ausgelassen wurde, keine größeren Korrekturen waren. Es wäre also völlig legitim, wenn er das nochmal testet. Und wenn ich da den Stop in so eine Zone reinlege, dann eben auf die Gefahr hin, dass ich ausgestoppt werde und dann nochmal einsteige. Das ist kein Weltuntergang, ja, aber das
soll eben nicht unerwähnt bleiben. Und das weitere Problem, was an so einem Langstop-Loss oder was an diesem Langstop-Loss so ein bisschen das Problem ist, dass sich das Chance-Risiko-Verhältnis massiv verschlechtert. Ja? Also wir können das Ganze ja mal ausmessen. Sagen wir mal, wir schließen jetzt hier knapp über diesem letzten Hoch und wollen dann in Richtung 22,86 hoch, so als erste Etappe. Da seht ihr schon, sind wir so beim $1,40 ungefähr und der Stop liegt irgendwo, sagen wir mal, bei 80 Cent, ja, bis einem Dollar. Und da könnt ihr euch selber ausrechnen, da kommen wir nicht mal auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Und das ist ein Problem. Denn das haben wir gar nicht gerne und das ist auch immer so ein Warnzeichen, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis nicht passt. Das heißt also, hier auf der mittel- bis langfristigen Ebene ist das aktuell für mich sehr unattraktiv, dann auf mit so einem Szenario einzusteigen. Interessanter wäre es hingegen, wenn wir noch einmal in die Korrekturrunde gehen. Also das heißt, wenn wir hier in dieser aktuell laufenden Korrektur nochmal ein neues Tief bilden, wir dann nochmal eine Trendlinie zeichnen können, über die drüber gehen, die Stops liegen dann enger, Chance-Risiko-Verhältnis wird steigen, ja, oder wird besser, dann ist das Ganze auch wieder attraktiv. Das aktuelle Szenario gefällt mir in der Form nicht. Ja. Aber wir werden dann in den nächste Woche beziehungsweise dann auch in den nächsten Wochen schauen, ob sich daran hier im Stundenchart, also mittel- bis langfristigen Horizont, etwas verändert hat. Kommen wir mal zu der viel interessanteren Sache, die ich da sehe im 15-Minuten-Chart. Da sieht die Situation nämlich ein bisschen anders aus. Aber auch hier ein kurzer Rückblick, denn wir haben ja einen bärischen Aufbau gehabt. Wir haben auch hier das Kursziel erreicht. Und da hatte ich schon das letzte Mal gesagt, das, was jetzt hier angebracht wäre, wäre erst einmal eine Erholung. Das heißt also ein bullischer Aufbau plus Ausbruch und dann der Ausbruch in Richtung Süden. Was meine ich damit? Das, was wir jetzt hier gesehen haben, auch hier im 15-Minuten-Chart, haben wir jetzt einen bullischen Aufbau gesehen und der Kurs macht sich auch dran, das Ganze in Richtung Norden zu verlassen, also über diese Marke von 23,40 hier drüber zu klettern. Ja? Und wenn er das macht, dann haben wir quasi diese bullische Erholung, wir haben den Ausbruch und könnten als Bär darauf spekulieren, dass das Ganze eben ein Fake ist. So, und dann müssten wir gucken, ob der Kurs sich hier unter diese Trendlinie wagt, die ich jetzt hier mal so ganz grob einzeichne, ob er da wieder drunter fällt und ob sich in diesem Kontext ein bärischer Aufbau dann irgendwo hier oben gebildet hat. Und das kombiniert würden wir dann entsprechend weiter in Richtung Süden verfolgen und würden davon ausgehen, dass es hier auf dem 15-Minuten-Chart, also kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont, tatsächlich ein bärischer Trend weiterentwickeln könnte und es eben nicht nur bei diesem einen Rate quasi geblieben ist. So, das von der Bärenseite her. Also da muss jetzt noch ein kleines bisschen was passieren, damit wir das abschließend beurteilen können, ob sich das lohnt in Richtung Süden oder nicht. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Long-Seite an, denn da sieht es natürlich ganz spannend aus. Hier ist es nämlich ein bisschen günstiger, was die Ausbruchsverhältnisse, was die Chance-Risiko-Verhältnisse anbelangt. Das ist weitaus interessanter. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich hier sehr, sehr strukturiert vorgehe. Also das Ganze folgt wirklich einem strikten Regelwerk und wenn bestimmte Parameter nicht passen, dann wird es eben beiseite gelegt. Das ist sehr, sehr wichtig, ja, damit man quasi etwas hat, woran man sich entlanghangeln kann und nicht immer wie das Schwein ins Uhrwerk schaut, wenn man diesen Chart guckt und immer wieder aufs Neue das Ganze durchkaut und denkt, oh, naja, kann ich jetzt, kann ich nicht. Sowas sollte ja eigentlich nicht sein. Man sollte ja eigentlich immer die Antwort haben, ja, nein, ich stehe an der Seite. Ja, und nicht dieses, ja, vielleicht hätte, könnte, wie ist es Bauchgefühl, wie sieht es denn fundamental aus, alles schwammig, alles subjektiv. Und wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und vom relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Melde dich unter www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. So, und damit geht es jetzt weiter. Wie sieht die Situation hier aus? Also, nach dem bullischen Aufbau und der anfänglichen Korrektur, die sich aber als zu klein herausgestellt hat, mussten wir quasi nochmal eine weitere Korrektur, eine tiefere Korrektur abwarten und die ist jetzt absolviert. Ja, also mit diesen Tiefs hier vom 19.09., quasi von gestern, später Nachmittag, Abend, ist das Ganze quasi, das Ganze so eine Korrektur hingelegt, dass wir sagen können, okay, das betrachten wir auch als abschließend. Noch dazu hat sich hier quasi nochmal so eine schöne ABC-Korrektur herausgebildet und der Kurs ist dann hier heute in den Morgenstunden in Richtung Norden ausgebrochen. Also hier
passt das alles. Und das Kursziel unterscheidet sich hier eigentlich überhaupt nicht vom Stundenchart. Also das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal rauszoomen, unser erstes Etappenziel liegt ebenfalls bei 24,86 $. Ja, das sind so diese Hochs vom Ende August. Das ist eigentlich ein ganz feiner Bereich. Ihr seht das schon, wir sind immer mal wieder um diesen Bereich herum oszilliert in den letzten Monaten. Also das ergibt durchaus Sinn, dass wir hier nochmal hinlaufen und sich dann eben herausstellt, ja, prallen wir dort wieder ab und kehren runter in Richtung Süden oder brechen wir da mal nachhaltig durch. So viel mal zum Kursziel. Das macht also durchaus Sinn, ja. Und der Unterschied zum Stundenchart ist hier dieses Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe quasi hier im kurzfristigen Rahmen bereits meinen Ausbruch. Das heißt, ich habe schon jetzt der war schon sogar, das ist schon wieder ein paar Cent her hier, ja, der war sogar noch näher am Stop-Loss, damit noch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Wie sieht es aus mit dem Stop? Was finde ich interessant? Wenn ich es aggressiv möchte, wäre es quasi unter diesen letzten Tiefs von dieser jüngsten Korrektur irgendwo quasi knapp unter der 23-Dollar-Marke. Und wenn ich es ein bisschen sicherer mag, dann wäre so diese 22,73 $ ganz interessant. Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, ja, vom aktuellen Einstiegspreis wären das ja ungefähr 61 Cent und bis zum Ziel wären das ungefähr 1,50 $. Und da seht ihr schon, da sind wir deutlich über ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 und das macht in meinen Augen Sinn. Und selbst wenn wir jetzt nochmal hier runtergehen und der Stop wird geholt, dann hätte ich sogar die Möglichkeit auf einen Wiedereinstieg, wenn er nicht die Tiefs knackt hier vom 14.09. und hätte dann noch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Das bleibt erst einmal abzuwarten und was er dann macht, ja, ob er jetzt eben gleich weiter in Richtung Norden marschiert oder ob er diese Korrektur nochmal macht und dann werden wir uns entsprechend in Richtung bullischem Kursziel davon machen. Von der bärischen Seite her haben wir auch besprochen, wie gesagt, es wäre jetzt kein Weltuntergang, wenn aus der bullischen Sache nichts wird, dann engagieren wir uns eben weiter in Richtung Süden. Mir ist das letztendlich Jacke wie Hose. Hauptsache, wir haben eben solche klaren, regelbasierten Aufbausituationen, wie wir hier gesehen haben. Das ist das, worauf es ankommt und was es hilft, auch hier irgendwie nicht durchzudrehen. Also merkt euch, handelst du mit Aktien, Rohstoffen oder Kryptowährungen und willst von zufälligen Entscheidungen zu fundierten Analysen übergehen? Bei uns findest du unabhängig von deinem Erfahrungsniveau die passenden Lösungen. Gemeinsam durchlaufen wir erkenntnisreiche Monate. Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch unter www.sogetrading.de oder über den Videolink und lass uns zusammen deine Handelsstrategie optimieren. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. Soget Trading, euer Peter Seidel. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?